So, elegant. Da haben wir so Minecraft Story Mode. Neuer Part. Willkommen zurück. Ja, wir fassen nichts an. Nee, der hat uns nicht geschickt. Wir haben da was Wichtiges. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Hallo. Was? Google-Mädchen? Google-Mädchen, das sind diese Kopfdinger, diese Gläser. Oder was? Ah, okay. Sie möchte, dass sie was für dich tut. Ah, okay. Olivia, geht's dir noch gut? Hallo. Lebst du noch? Ja, ein bisschen peinlich ist das schon. Kann es sein, dass die Elegant ein bisschen durcheinander ist? Dass die irgendwas macht? Die ist ein bisschen durch den Wind. Studie 6451. Okay. So viele Studien hat sie schon gemacht. Die ist definitiv durchgeknallt. Ja, wir haben größere Probleme. Wir können nicht über irgendwelche Studien reden. Wir haben die Welt zu retten. Der wird das so rum. Brauchen die Hilfe von einem Helden. Ja, Gabriel schickt mich. Das ist, glaube ich, die bessere Möglichkeit zu antworten. Lass mich helfen, komm, vielleicht kann ich ihr irgendwie helfen und sie irgendwie unterstützen und dann sind wir fertig und dann können wir los. Nur das doch besiegen. Gefährlich. Eventuell. Ja, wir bauen den Ohren des Steins. Lass die Experimente sein. Ja. Ich habe das von Gabriel. Das ist in der Tat so. Das haben wir dich aufgespürt. Legard wird das nicht vergessen. Ja. Von mir aus. Dein Befehlsblock willst du fertigen. Ja. Der wurde auch durch den Befehlsblock gesteuert. Okay. Die Elegard, ja, ist klar. Ja, in der Tat. Deshalb sollte man vielleicht nicht noch einen erwecken durch einen anderen Facebook. Ich weiß nicht. Wir müssen gehen. Wir müssen jetzt los. Wir müssen den Witterstorm besiegen. Was für ein Facebook? Die will hier ihren Befehlsblock. Jetzt spricht Olivia.
Ich glaube, es ist besser, wenn sie spricht. Ich habe keine Ahnung. Wir haben wirklich keine Zeit. Mann, komm, wir reden hier schon viel zu lang. Komm, aufbrechen. Vielleicht war es ein Fehler, jetzt nicht den Befehlsblock zu machen, aber wir müssen los. Ja, soviel zum Widerstorm. Er ist hier. Und ich glaube, es war ein schwerer Fehler, jetzt nicht den Befehlsblock mit dabei zu haben. Quicktime Event. Und weiter. Auwei, der ist ja riesig geworden. Oh wei. Gefährlich sieht aus. Von der da so ein Tumor um am Kopf. Das sieht noch gefährlicher aus. Da ist schon eine ganze Stadt verschlungen. Ja. Oh wei. Ausweichen. Nein, ich bin auch ausgewichen. Meine Güte. Komm. Raus hier. Nicht gefressen werden, nicht sterben. Na komm. Nicht vom Monster verschlungen. Hier drüben. Los rein in das Portal. Oh wei. Komm, hüps, hüp, hüp. Oh wei. Da bin ich nicht gut gehüpft. Mist. Na komm. Das kannst du besser zeigen. Hüpf. Hüpf. Na komm. Ah. Nice. Wo ist der König der Quicktime Events? Na komm. Ah, das ist er. Ah, verdammt. Nein. So viel dazu. Vor einigen Parts mich noch selbst als Quicktime-Event-König angepriesen. Und jetzt hier so eine Sache nicht gekonnt. Na komm. Das schaffst du. Das schaffst du. Ah, komm. Ja, komm, dicht dran. Wenn ich schon da versage, meine Güte. So eine Fehlparade jetzt schon. Was soll denn das noch später werden? Hm, komm, hops. Mach hops. Jesse. Jetzt muss da irgendwie drauf zielen. Na komm, na komm, na komm. ZTR. Na komm. Ah. Sehr knapp. Na komm, hoch da. Jesse. Wow, das sieht gelungen aus. Rein ins Portal, rein ins Portal. Schnell, schnell, schnell. Wir kommen später zurück und besiegen ihn. Komm rein da. Zack. Supi. Sind wir erstmal in Sicherheit. Erstmal. Bis wir mit geballter Kraft zurückschlagen können. So. Die Elegant haben wir. Bloß wo ist Gabriel? Gabriel, der wurde doch vom Widerstorm verschluckt. Oh wei. Oi. Lukas. Haben wir fast vermisst. Der ist ein wahrer Baumeister. Ein echter Meisterbauer. Da haben wir sie. Elegard. Wir haben sie zum Ohren zurückgebracht. Oi, er hat eine Festung gebaut. Das ist schön. Oh! Gabriel. Er ist wieder zurück. Cool. Da sind es schon zwei rodende Steinmitglieder. Oh, Freunde sehen sich wieder. Ist das nicht bezaubernd? Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Puh, ja, ich dachte schon, er wäre tot. Ich habe ihn schon für tot erklärt. Ich habe schon seinen Grabstein vor Augen gehabt. Ja, wo ist Petra? Das ist die Frage, die mir sich jetzt stellt. Ist die auch entkommen? Klingt nicht gut. Ach man, Petra. Ich hätte Petra helfen können, wenn ich sie jetzt
Wenn ich sie gewählt hätte statt Gabriel, wäre sie jetzt an Gabriels Stelle. Ich habe mich für den Helden geopfert. Also ich habe schon für den Helden geopfert. Man muss auch manchmal Opfer für das Wohlergehen der Welt, für die Welt an sich machen. Hey, der ist doch auch zurückgekommen. Den haben sie wohl geholt. Und wir nicht. Hat jetzt Exo geholt, den anderen. Wie hieß der gleich noch? Den TNT-Typ. Ist das ein Problem, dass Magnus hier ist? Och, jetzt haben sie Streit untereinander. Ja, die ist nicht so toll. Wenn der Mond zerstritten ist, das können wir nicht gebrauchen, Mann. Nordkönigin? Ja, komm. Ihr müsst wirklich miteinander zurechtkommen. Es gibt jetzt hier Wichtigeres als eure Streitereien. Ja, tut mir leid, Magnus. Tut mir leid, Elegant. Ihr müsst einfach mal zusammen klarkommen. Das ist bei der Liebe, aber ja, Liebe hat gerade Wichtigeres. Boomtown, ja, da wart ihr. Boomtown? Okay. Wäre bestimmt auch spannend gewesen, wenn ich Magnus Abenteuer in Boomtown leben hätte können. Aber scheinbar habe ich mich jetzt für einen Weg entschieden und durfte nur Elegants Abenteuer leben. Und Magnus Abenteuer bleibt mir vorerst verwehrt. Seitdem ich spiele das Ganze nochmal von vorne durch. Aber erstmal war meine Entscheidung getroffen. Schluss jetzt alle miteinander, wir müssen uns vertragen. Ihr müsst euch vertragen. Es gibt etwas Besseres, etwas Größeres als euch. Es gibt ja ein Ziel, was wir alle haben hier. Was wir bekämpfen müssen. Es gibt einen Gegner. Ach, Leute. Ja, hört mal auf zu streiten jetzt hier. Stopp hier. Ich muss hier mal den Streitschlichter spielen. Er sagt, Gabriel ist hier der Weiseste. Wir müssen den wieder aufhalten. So. Irgendwie müssen wir den töten. Ja, ich muss ehrlich mal so sagen. Ich dachte, ihr seid Helden. Ja, ich meine, Helden sind auch nur Menschen und streiten auch. Aber, ja komm, Helden können sich mal zusammenreißen und die Welt retten. Ja, wir brauchen tatsächlich etwas Stärkeres als TNT, wenn wir den zerstören wollen, ne Bruder. Can't stop the weather. Ja. With my friends, 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 can't stop the weather. My friends. Ja, with my friends, auf geht's. Ja, weißt du überhaupt, was du willst hier? Wo du hin willst? Und es fehlt noch ein Ordensmitglied. Ich sehe erst den Roh. Da fehlt uns noch ein Fotos. Elegant, Magnus und den lieben Gabriel.
brauche nur noch einen. Der war nicht auf der Karte. In der Tat. Das Amulett hat es nicht angezeigt. Ja, reden wir mit allen. Lukas, wie läuft's bei dir? Alles okay. Das war's auf jeden Fall. Ja, wir schaffen das aber schon. Komm, wir kriegen das gemeinsam hin. Alle zusammen. Als Team schaffen wir das. Gemeinsam sind wir stark. Stark. Genau. So ungefähr. Podest. Können wir das nochmal benutzen? Ja. Viel wird es da nicht mehr geben. Also die meisten sind da. Und den anderen können wir nicht aufspüren. In der Gart. Schief gesehen. Ich dachte, ihr seid der Runde Steins. Ich dachte, das Konstrukt habt ihr entwickelt und... egal. Ich tue, was ich tun kann. Ja, ich gebe mein Bestes immer. So, Exo. Was ist los mit dir, mein Freund? Ja, ganz schöner Egoist, der Magnus. Ihm Zeit zu bringen, zu verbringen. Hey, hör mal. Also ich krieg's schon aktiviert. Hör mal. Das krieg ich hier gebacken. Glaub nicht, dass ich das nicht gebacken krieg. Das habe ich hier schon mal gemacht. Ach, Magnus. Ganz ehrlich, halt's Müll. Ich bin hier gerade beschäftigt. Schalter 1. Oh, der hat sofort geklappt, der Schalter. Ja, alle drei leuchten hierhin. Oh. Das ist er doch. Wir haben ihn gefunden. Und der ist ganz in der Nähe. In den Bergen. In Sorens Festung. Das gefällt mir doch. Als Zwerg mich in die Berge zu begeben. Ja, lass uns gehen. Lass uns ziehen. Zu dem lieben. Wir müssen ihn befreien. Hä? Okay. Blau? Für was steht blau? Ivor! Oh. Ja. Und wir hier an dem Ort und Ivor dort und die letzte des Odins. Dortens. Die Karte weist den Weg. Ja, wir müssen aufbrechen. Sollten wirklich gehen. Auf geht's. Wir müssen den Witherstorm catchen. Ja. Can't stop the weather. My friends. Wir haben einen Plan. Auf geht's. Aufbruch. Den letzten des Ordens finden. So, auf geht's bei Nacht. Naja, vielleicht nicht die beste Idee. Aber, ja, irgendwann müssen wir ankommen. Irgendwann müssen wir den nächsten Ordensmitglied zusammenbringen und den Mutterstorm besiegen. Und je schneller wir das machen, desto. Machst du dich immer nicht lustig, mein Lieber? Mach dich nicht immer Jesse lustig, mach dich nicht immer Zweigen lustig. Dich unterstützen? Ja, komm. Du unterstützt dich doch damit, dass ich den Trupp unterstütze. Can't tell if he's awesome or a little bit of a dork. He's just
just a little, doof, you know? Ich sag mal einfach nix. Darf ich einfach nix sagen. Ich lass mich hier voll labern oder was? Ja, Wir brauchen den Verstand von Elegard, auf jeden Fall. Elegard ist ein wichtiges Teammitglied. Auch wenn du das nicht wahrhaben willst. Oh, Monster von hinten. Ach, Schwachsinn. Die tun uns nichts. Wir sind ordentlich Kämpfer. Ich kann kämpfen und wir haben hier drei Mitglieder des Ordens. Ist doch ein Witz für uns, oder? Wir kommen da doch wohl durch. Durch ein paar Spinnen und ein paar Zombies. Ein Creeper. Ja, das kriegen wir doch gebacken. Wir haben Gabriel, wir haben Elegant. Wir haben Magnus. Drücke X, um Waffen zu wechseln. Okay. Wieso sollte ich? Da wäre vielleicht wichtig. Na komm, zack, zack, zack. Erstmal den Zombie besiegen. Da haben wir den ersten schon. Jetzt gibt's hier Schwertkampf. Zack, zack. Und ja, zu Feilbogen können wir später wechseln. Jetzt wird erstmal mit Schwert gekämpft. Zack, zack. Echte Zwergen. Hart zu kämpfen. Und mit Feil und Bogen da, mit schießen Elben. Wir kämpfen mit Schwert oder mit Axt. Ja, oder rennen weg. Das ist auch eine Option. Zwerge sind geborene Kurzsprinter. Kurzstreckensprinter. So. Zack, zack. Hinauf in die Berge. Da fühle ich mich zu Hause als Zwerg. Wow. Ein Palast in den Bergen. Nice. Schlägt mein Zwergenherz viel höher. Was geht's denn nicht gut, Gabriel? Oh man. Oh. Joa. Sieht nicht ganz hübsch aus. Hab schon bessere Paläste in Bergen gesehen. Aber weiter hier. Ach komm. Ruben. Um dich habe ich Angst. Mach keinen Scheiß. Hopp. Wow. Ach komm, was mache ich denn hier? Bin ich ein ganzer Zwerg oder was? Das hier nicht richtig springen kann. Oh, ein Enderman. Das erste Begegnung mit Enderman. Oh weil. Ruben. Mach keinen Scheiß. Du bist mit Absicht runtergesprungen. Enderman. Nicht angucken. Wo sind denn die anderen? Ruben. Mach keinen Scheiß. Nicht die Aufmerksamkeit auf dich. Runtergucken. Ich weiß, dass mein Enderman nicht ins Gesicht gucken sollte. Weg da! Ah, verdammt! Bissi, was machst du denn? Das geht hier nur noch steil bergab. Sieht gar nicht gut aus, dafür, dass wir geradeaus wirken. Auwei. Ruben, komm mit ins Wasser. Wir dürfen den Enderman nicht in die Griffe geraten. Da sind wir noch angekommen. Wow, die Halle sieht großartig aus. Was brüllt der da? Streiten die sich hier schon wieder in diesem wundervollen Palast? Oh no! You do not get to be the one to walk.
Ach Mensch, Leute. Hauen die jetzt beide ab, oder was? Ja. Sie scheinen sich wirklich viel zu streiten. Ja, Mai. Wohin sollen wir gehen? Oh nein, jetzt nicht wieder so eine Entscheidung. Och nee. Zu Elegard gehen oder zu Magnus gehen? Elegard behalten oder den lieben Magnus holen? Also ich bin ein großer Fan von lieben Elegard. Die halte ich ja für etwas vernünftiger. Und die würde ich ja lieber in meinem Team behalten als den sturköpfigen Magnus. Aber der Magnus, der hat TNT, der hat das Wissen. Leute, was sagt ihr? Was sollen wir tun? Ach, Exe. Immer zu einem Witz aufgelegt. Olivia, nicht so. Ruben, können wir mit dir sprechen? Was sagst du? Ruben. Und Gabriel. Alles in Ordnung mit euch? Mit euch ist alles klar. Ja, mit Gabriel scheint nicht alles klar zu sein. Dem jetzt nicht ganz so dufte. Lukas. Der wird auch immer weiter mein Freund. Und immer ein großer Freund. Magnus der Schurke. Ja, du sagst es. Elegard die Ingenieurin. Gabriel der Krieger. Ingenieurin. Ja, wir brauchen eine Ingenieurin. Keinen Schurken. Ein Schurken. Ja, was sollen wir mit einem Schurken? Olivia. Hast du einen Plan? Ja, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Hab ich auch schon bemerkt. Ihm geht's nicht ganz gut. Ach, Mann. Mann, Leute. Was soll ich tun? Magnus folgen. Haben wir hier die Option. Und hier können wir Elegard folgen. Eine sehr schwere Entscheidung. Meine Güte. Ich hasse solche brutal schweren Entscheidungen. Das ganze Spiel hier auf einmal auf den Kopf stellen. Das würde hier eindeutig was bedeuten, wenn ich hier mich für den falschen Weg entscheide und die falschen mitnehme. Ja, eventuell ist dann der andere weg. Wenn wir den Weg gehen, ist Elegard weg. Wahrscheinlich. Wenn wir den Weg gehen, ist der liebe Magnus weg. Mann! Eine schwere Entscheidung, eine wahrlich schwere Entscheidung. Was machen wir nur? Joa, dann würde ich einfach mal sagen, die Entscheidung fällen wir im nächsten Part. Ich beende diesen Part an dieser Stelle. Ein Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Swing and First verpassen wollt. Im nächsten Part entscheidet sich jetzt hier, wen wir hier weiterverfolgen. Und wen wir hier eventuell im Stich lassen. Ob wir mit Magnus gehen oder ob wir mit Elegard gehen. Ja, bis dahin habt eine angenehme, frostige Zeit. Gehabt euch wohl und haut da rein. Ciao, ciao. Adios.